Hier sind wir nun angekommen nach einer langen Reise durch die Zeit der Welt, durch die Weiten des Universums. Gleichsam kann man aber sagen, dass es all dies nicht wirklich gibt. Am allerwenigsten davon die Zeit. God damn it, I'm late. Oh, bloody Germany. Bloody times. The clock up there. Clock over there. In Spain, this would never happen. I get to sleep at lunchtime. Wouldn't have to worry about this at all. Only in freaking Germany. Oh, God damn it. Oh, shit. Next appointment. Gotta go. I'm late. Im Endeffekt gibt es ja die Zeit gar nicht. Wozu also über sie reden? Genauso könnte ich auch etwas über den Neostromkulturalismus erzählen. Den gibt es ja auch nicht. Du dumme Sau! Besonders stören tun mich die Leute, die so krampfhaft aufs Bild müssen. Also diese fast so ein Frontzeuge, nur wissen sie selber vielleicht gar nicht. Die müssen auf jedem Bild sein, die müssen in jedem Videofilm sein. Du bist am Strand, du filmst einfach nur das Meeresrauschen oder du filmst den Sonnenaufgang oder irgendwas. Ach meine Herren, irgendeine Stadt, eine Sehenswürdigkeit, du machst ein Bild oder einen Film und die kommen immer ins Bild. Das ist so ein Typ Mensch, der hat einfach die Augen da, wo er sie auf keinen Fall haben soll, und steckt seine Fresse immer mitten in deine Aufnahmen rein und die sind dann kaputt. Ein Handlungsablauf kann nur linear in der Zeit stattfinden. Das bedeutet, dass die quantitativen Handlungselemente abhängig sind von ihrem komprimierbaren Verhältnis zur Zeit. Heute Nacht hatte ich einen Traum.
zu bieten hatte der Traum aber nicht. Haben Sie Gorgul gelesen? Leid, heut's zum, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zum. Drum Leidl, seid's gescheit, sonst kommen wir nimmer recht weit. Da halt mir lieber alle zum, sonst dauert's nimmer recht lang. Gleichsam kann man aber sagen, dass es all dies nicht wirklich gibt. Am allerwenigsten davon die Zeit. Einen Autoren. Er ist größer noch als Bismarck. Doch gegen Gorgul ist er nur eine Seifenblase. Zwar beherrsche ich dich nicht, doch du beherrschst mich. Oh Musik, Musik, Musik. Sagen Sie, hatten Sie heute Nacht etwas? Und wenn ja, was hatten Sie heute Nacht? Ja, ich hatte heute Nacht einen Traum, aber der war ziemlich langweilig. Erzählen Sie uns doch ein bisschen von diesem Traum. Was ist da so vorgekommen? Da war dieses Grundstück mit dem Köter, der die ganze Zeit kläffte. Das fand ich ziemlich langweilig. Und dieses Aquarium mit der seltsamen Beleuchtung. Und dann in der Innenstadt mit den vorbeifahrenden Autos am Kiepenkerl und dieser seltsamen Beleuchtung, diesem Lichtspiegel. Und die Schwerelosigkeit. Als ich da herumtrudelte, das war der absolute Oberbullshit. Aber am nächsten Tag stand ich wieder an meinem Wohnwagen und hatte einen Traum. Sie hatten einen Traum. Was war das jetzt, so ein vergleichbarer oder ein ähnlicher? Nein, diesmal war es ein anderer Traum. Ich träumte, dass der Film zu Ende war. Aber wie alles, das es nicht gibt, ist Zeit definitiv relevant. Dieses logische Dilemma ist exemplarisch für die Polarität zwischen Sein und Schein, die der Mensch a priori durch seine Existenz definiert. Have you ever seen a wild goose fly across the ocean? Wild goose on the wing. He gives a little wiggle and then he starts to sing. I'll rise and take myself away.